Hallo Dicker, ich muss dir unbedingt was erzählen. Na dann erzähl mal. Weißt du, was ich gehört habe? Weißt du, wenn du dir jeden Tag was ganz Schönes vorstellst, was du haben möchtest, dann kann das in echt kommen. Okay, du kannst es dir so schön vorstellen, wie du das möchtest. Und du kannst es dir aufmalen mit Buntstiften und so kunterbunt, wie du das sonst auch immer machst, aber in echt. Okay. Und woher hast du das gehört, dass das in Erfüllung geht? Weil wenn man sich selber das ganz genau vorstellt, was man für sich selber haben will, dann kommt das zu uns. Ist das nicht toll? Das ist super. Und woher weißt du das? Die Kerstin hat das gelernt und die hat mir das erzählt. Okay. Und wo hat die Kerstin das gelernt? Die Kerstin hat das von Bruno und Roswitha gelernt. Okay. Und wo haben die das gelernt? Die haben das von einem Grigori Krabbewoi gelernt. Und der ist ganz klug und der wohnt in einem anderen Land. Und der hat ganz viele Bücher geschrieben. Ganz viele dicke Bücher. Okay, dicke Bücher. Ja, und die haben schon ganz viele Leute gelesen. Und was das Schöne ist, es funktioniert. Die Kerstin sagt, dass die Bücher schon in ganz vielen Ländern übersetzt sind. Und dass ganz viele Menschen sich da schon dran freuen. Okay. Dann können wir da doch mal hören, ob wir das auch können. Ja, das finde ich auch. Lass uns die Kerstin fragen und noch mehr erfahren. Das finde ich gut. Ha, stell dir mal vor, wir machen uns jeden Tag schön und jeden Tag voller Freude. Und egal was passiert, wir können das. Ja, Junge, das kriegen wir hin.